Aurelion Zoll, der Sternenschmied. Es heißt gemeinhin, wenn ein Komet am Nachthimmel erscheint, dann stünden Umwälzungen und Unruhen bevor. Unter dem Banner dieser feurigen Vorboten erheben sich neue Reiche, alte Kulturen gehen unter und selbst die Sterne verschwinden womöglich vom Himmel. Die Wahrheit ist vielleicht sogar noch beunruhigender. Das allmächtige Wesen, das man als Aurelion Zoll kannte, war schon vor dem Aufstieg der sterblichen Völker Runeterras uralt. Er wurde im ersten Atemzug der Schöpfung geboren und streifte mit den Seinen durch das unendliche Nichts einer unberührten, himmlischen Welt, um diese unermessliche Leinwand mit Wundern zu füllen, deren funkelnde Lichter allen, die sie erblickten, Erfüllung und Entzückung schenkten. Während Aurelion Zoll umherzog, begegnete ihm nur selten jemand, der ihm ebenbürtig war. Den ewigen Aspekten fehlte jegliche Leidenschaft oder Neugierde. Sie trugen nur wenig zur Existenz als Ganzes bei und gaben sich damit zufrieden, egozentrische Philosophien über die Natur der Schöpfung zu erdenken. Doch dann, als er sich im Licht einer recht unscheinbaren Sonne badete, die er vor Äonen erschaffen hatte, entdeckte er etwas. Eine Welt. Neue Reiche. Er wusste nicht, wer sie zu welchem Zwecke geschaffen hatte. Sicher war nur, dass sie nicht sein Werk waren. Die Aspekte, die ungewöhnlich interessiert an ihr waren, baten ihn, sie sich näher anzusehen. Dort gab es Leben und Magie und aufstrebende Zivilisationen, die förmlich um Anleitung durch höhere Wesen bettelten. Aurelion Zoll fühlte sich von diesem neuen Publikum für seine erhabene Herrlichkeit geschmeichelt und so stieg er in Form eines gewaltigen und furchterregenden Sternendrachen hinab, um in ihrer Vergötterung zu baden. Die winzigen Einwohner des unbedeutenden Landes Targon benannten ihn nach dem goldenen Licht der Sonne, die er ihnen einst geschenkt hatte, und die Aspekte befahlen ihnen, im Gegenzug für diese Gabe einen angemessenen Tribut darzubringen. Die Sterblichen erklommen den höchsten Berggipfel und präsentierten ihm eine prachtvolle Krone, die mit achtsamer und ausgeklügelter Magie gefertigt worden und mit den unergründlichen Mustern des Himmelreichs versehen war. Doch just in dem Augenblick, als sie Aurelion Zolls Stirn berührte, begriff er, dass dies alles andere als ein Geschenk war. Das verfluchte Ding umklammerte seinen Kopf mit so unvorstellbarer Kraft, dass nicht einmal er es wieder entfernen konnte. Er spürte, wie ihm all sein Wissen über die Sonne und ihre Schöpfung entzogen und von Intellekten, die ihm so unermesslich unterlegen waren, begutachtet wurde. Aber schlimmer noch, die Kraft der Krone schleuderte ihn in die Himmel zurück und verhinderte, dass er dieser Welt je wieder näher kommen konnte. Stattdessen musste er tatenlos mit ansehen, wie die heuchlerischen Aspekte des Targon die Sterblichen zur Arbeit an einer großen, gleißenden Scheibe antrieben. Damit kanalisierten sie seine himmlische Kraft, um unsterbliche Götterkrieger für einen ihm unbekannten Konflikt zu erschaffen, der anscheinend noch bevorstand. Außer sich vor Zorn musste Aurelion Zoll zusehen, wie andere Sterne am Firmament erloschen, weil sich niemand um sie kümmerte. Er bäumte sich mit seiner ganzen Macht gegen die Krone auf. Er hatte ihr Licht überhaupt erst dem Universum geschenkt. Warum war er es, der jetzt von den Aspekten und ihren niederen Marionetten gefesselt wurde? Er brüllte vor Entzücken auf, als die Sonnenscheibe scheiterte, nur um Zeuge zu werden, wie sie von einem zweiten und mächtigeren Exemplar ersetzt wurde. Schlussendlich gab er sich seinem Schicksal hin. Er schaute zu, wie die Götterkrieger erst ihre Widersacher vernichteten, dann zwitschernde Kreaturen aus reiner Dunkelheit und schlussendlich einander.
Dann, nur einen Augenschlag des Sternendrachen später, wurde die Welt von einer Serie magischer Katastrophen verwüstet. Aurelion Zoll erkannte sofort, dass Targon und die verhassten Aspekte nun endlich wehrlos sein würden. Als er sich jener Welt vorsichtig näherte, merkte er, wie die Magie, die ihn gefangen hielt, schwächer wurde. Goldene Funken fielen aus seiner Krone. Ein jeder von ihnen glühte wie ein Komet über den Himmel. Angetrieben von den Verlockungen der Freiheit und Vergeltung, ruht Aurelion Zolls ewiger Blick voll brodelndem Zorn auf Runeterra. Sicherlich wird sich genau dort, auf eben jener Welt, das kosmische Gleichgewicht wieder zu seinen Gunsten neigen. Das Universum selbst wird bezeugen, was mit jenen geschieht, die es wagen, einem Sternenschmied seine Macht zu rauben.